Reise und Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu zurück mit Let's Play Final Fantasy 9 und mit dabei ist ab jetzt immer der Krasonic89. Also, da haben wir uns einfach mal so entschieden, so einen kleinen Deal gemacht, dass er jetzt hier bei Final Fantasy 9 bei ist und ich dafür bei, ouch, jetzt habe ich mich selbst gepiekt, gerade bei Golden Sun. So, gut. Wie geht's dir denn so? Aus der Müdigkeit geht's. Ach, wie gesagt, das verfliegt bald. Glaub mal. Wenn er anfängt. Wir haben nämlich auch bald so einige Texte vorzulesen und da vergeht die Müdigkeit dann. Keine Sorge. Jetzt müssen wir uns erstmal um das Jagdfestival kümmern. Und das wird circa 12 Minuten. Wie lange geht das Jagdfestival? Doch, 12 Minuten geht das. Euch auf solch einen billigen Stehplatz mit dem ganzen Pöbel zu verweisen, das ist schon ein dreistes Stück. Also wirklich. Aber seht nur diese Aussicht. Oh, ihr habt ja recht. Man kann die ganze Burgstadt überblicken. Prinzessin, seht nur, dort drüben ist Meister Vivi. Was macht denn Vivi da? Er wollte doch gar nicht teilnehmen. Meister Vivi, die Prinzessin und ich feuern euch an. Vivi, du schaffst es! Vivi, Vivi, Vivi! Vorwärts, Meister Vivi! Ah, sei vorsichtig, allein, ich kann gar nicht hinsehen! Ihr könnt nicht siegen, wenn ihr ständig davonlauft! Euer Gegner ist ein Monster, da ist Angriff die beste Verteidigung! Und außerdem dürft ihr auf keinen Fall gegen Zidane verlieren, hört ihr? Ja, das ist es! Jetzt aber ran an den Feind! So, schlag doch endlich zu! Vivi, hinter euch! Gebt alles! So, 12 Minuten. Wir werden mit Zidane nicht gewinnen, wie ich ja das schon gesagt hatte, weil wir ein bestimmtes Item haben wollen. Ab der Zeit 4:30 werden wir zum Einkaufsviertel an eine bestimmte Stelle gehen. Denn da wartet dann der sogenannte Sagnar auf uns. Und den wollen wir versuchen, mit Freya zu besiegen. So, jetzt machen wir uns aber erst mal an diese Gegner hier. Ein kleines, süßes Mu. Kieselstein. Ich könnte natürlich hier sagen, yo, ich sag jetzt einfach, ich mache das Spiel schneller. Allerdings würde die Zeit damit nicht schneller gehen. Die würde noch normal laufen. Nur das Gameplay ist schneller. Deshalb macht das herzlich wenig Sinn, wenn ich das tun würde. So, komm mal her. So, für die Sommerhitze habe ich aus Papier mir so einen Mikrofonschutz gebaut, bastelt. Den werde ich momentan noch nicht nutzen, denn es geht mit der Wärme noch. Heute Mittag dachte ich, das müsste ich jetzt schon machen, aber nein. Ist noch vollkommen in Ordnung. Dementsprechend wird es wahrscheinlich keine Sommerpause geben. Und das muss ich erst noch genau austesten. Komm her, du blöder Vogel. Ja, super. So, und wie gesagt, ich werde dann bei Golden Sun bei dir auch mitmachen. Das ist dann, beziehungsweise Golden Sun kannst du ja mal erklären, was das für ein Projekt ist. Okay, ist ein... Ja, ein bisschen schwer zu erklären. Same Sort wie ein... ein Rollenspiel. Golden Sun ist ein RPG, aber das meinte ich jetzt nicht, sondern wie wird das aufgenommen? Das wollte ich von dir wissen. Du nimmst es ja auf. So. Also es wird ursprünglich immer am Dienstag ab 16 Uhr gestreamt und nebenbei nehme ich auch noch für YouTube auf, für diejenigen, die sie zum Beispiel nicht verfolgen können. Aha. Es dann, sobald der Stream vorbei ist, bearbeite ich es und lade es demnächst dann hoch, sodass dann in ein paar Stunden nach dem Hochladen auch verfügbar ist. Das heißt, alles spätestens am Mittwoch sollte es dann auch auf YouTube verfügbar sein. Na und wie gesagt, da werde ich da dabei sein. Deal und so weiter. Ich stehe zu meinem Deal. 26 Punkte haben wir. Da kommen wir nicht rein. Und dann sehen wir einfach mal, was das wird. Golden Sun ist ein relativ langes Spiel für ein GBA, finde ich. Damals als geht. Damals, als ich es LP'd habe, habe ich 75 Parts gebraucht. Ich könnte jetzt schon sagen, wie weit ich bin, aber das wäre ein bisschen gespoilert.
Oder würde ich den anderen Leuten den Spaß vorwegnehmen, die es dann noch nicht gesehen haben? Ja, ich habe keine Ahnung, wann das jetzt ankommt. Wir werden einfach mal sehen. So. Es könnte sein, dass wir in diesem Stream vielleicht mit sehr viel Glück schon die erste von 4 CDs beenden könnten. Aber wie gesagt, mit viel Glück. Ich habe auch wieder einen Spielstand vorbereitet. Dazu werde ich dann aber auch noch was erklären, wie man das hier auf CD1 sehr gut leveln kann. Da muss man allerdings ein bisschen was vorbereiten, wenn man nicht auf Booster-Cheat zurückgreifen will. Ich nenne es jetzt einfach mal Cheat, weil es sich auch so anfühlt, aber es soll eigentlich nur das Spiel ein bisschen verschnellern, indem man das Spieldesign schneller macht, wie was ich schon vorhin meinte, oder 9999 Schadenangriffe macht. Allerdings beeinflusst das nicht das Level an sich. Das habe ich jetzt mal für das Leveln genommen. Wenn man das nicht machen will, muss man halt, wie gesagt, ein bisschen was vorbereiten. Und eine Vorbereitung ist halt, dass Freya dieses Turnier hier gewinnen muss. Weil dann bekommt man nämlich ein besonderes Item. Und zwar sorgt dieses Item dafür, dass Blitzangriffe absorbiert werden. Allerdings nur von einem Charakter natürlich. So, wie viele Minuten haben wir noch? Etwas über 7,5 haben wir. Gut, das heißt, wir müssen jetzt gleich noch 3 Minuten abwarten. Zack. Ja, sieht komisch aus mit der Zunge. Naja. So. Ja. Tun jetzt noch ein bisschen die Zeit. Wir können das Festival auch ganz schnell beenden, wenn wir Zidane sterben lassen. Aber das ist ja, wie gesagt, nicht gang und gäbe, Siegen, wie auch immer. Wir wollen das ja jetzt nicht wirklich. So. Also schon wenigstens noch leben. Ja, den Sieg von Freya mitverfolgen. Beispiel. Ich kann sie dann sterben lassen, sobald wir beim Zackner angekommen sind, weil dann brauchen wir eh keine Punkte mehr. Wir müssen halt nur zusehen, dass wir bis zum Zackner überleben. Und das ist kein Thema. Ich habe ja schon gesagt, diese Waffe, die ist super stark und das sieht man auch. Ich da so einen Angriff raushaue. Mit 364. Vorher wären das vielleicht irgendwas mit 180 oder so gewesen. Und der praktisch die Monster One-Hit, die kleinen. Sie waren 116 Punkte. 6,7. Da ist Vivi. Ich habe Vivi sein Monster weggeklaut. Ah! Oh, der arme Vivi. Ja, das geht nämlich. Alter, ist ja mal gut da draußen, ey. Einer da draußen so hup. Tackle mich. Ja. Gut, ich bin mit der Lärm vorbei. Wir haben eine neue Nachbarin bekommen vor ein paar Tagen. Die hat jetzt da ihre Wohnung umdekoriert. Musst du dann trotzdem ab 22 Uhr die Schnauze halten, oder? Das ist ein bisschen sympathisch, als die Idee ich habe, aber es hat immer noch so. Also halt an den Wochenenden. Wenn sie dann beschweren wollen, dann haben sie das Recht nicht dazu. Ne? So, aber. Also speziell Samstag ist immer. Wenn sie sich dann beschweren wollen, dann haben sie das Recht nicht dazu. Also Samstag könnten wir dann sagen, jo, wir machen bis 0 Uhr oder sowas. Ja, also wenn es nicht zu zerstörerisch wirkt bei meinen Eltern, ja. Cool. So, jetzt warten wir noch die 30 Sekunden hier ab und dann können wir da reingehen. Und da wartet dann der Sackner auf uns. Ich weiß jetzt nicht, wie viel HP er hat. Ich glaube 1300 noch was. Ich werde mit Zidane 2 Angriffe versuchen. Ja doch, mit Zidane kann ich 2 Angriffe rausbringen. Stehlen würde hier eh nichts bringen, denn die Sachen habe ich nämlich schon gestohlen. Ups, das war etwas zu früh. Ist nämlich noch nicht da. Jetzt ist er aber da. Hilfe, Zidane!
rette uns! Hey, kommt gefälligst hierher! Ich bin dein Gegner! Was für ein Brocken. Titan, ich stehe dir bei. Lass mich den Todesstoß versetzen. Es geht für mich um eine Verabredung. Du bist schon ein hoffnungsloser Fall. Irgendwas wollte ich noch gesagt haben, ich hab's jetzt aber vollkommen vergessen. Fuck. Aber wenigstens haben wir fürs Wochenende dann schon mal bei dir da so einen kleinen Boni. 188, okay. Sprung. Bums. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er nicht down geht. Tut er nicht, wunderbar. Ab jetzt gehe ich mit sie dann nur noch in Ver... Wobei, muss ich gar nicht. 169. Ich kann jetzt einfach sagen, Zidane killt sich selbst. Zack. So, und Freya macht dann wieder den Sprung. Zack. Somit ist das Turnier dann schon mal schneller beendet. Wir sparen ein paar Minütchen. Und zack. Zwei Angriffe mit Zidane und zwei Sprung und dann war es das auch schon. Zidane, ihr scheidet leider aus. In Führung Freya mit 240 Punkten, denn der Sackner bringt sage und schreibe 90 Punkte. Wenn man einen Sackner besiegt, dann hat man eigentlich den ersten sicher. Beeindruckend, wirklich beeindruckend. 240 Punkte und somit der Sieg. Mit ihm erreiche ich den diesjährigen Sieger den Preis seiner Wahl und erhebe ihn in den Rang eines Jägers. Korallenring erhalten. Meisterschütze erhalten. Meisterschütze ist nur ein wichtiger Gegenstand, nicht zum Ausrüsten. Gut geschlagen, Freya. Alles eine Frage der Übung. Was Herzog sieht. Bitte entschuldigt mein dreistes Auftauchen, aber... Ich bringe eine Nachricht von König von Bormesia. Eine Nachricht vom König von Bormesia? Eure Exzellenz, aber eure Scheinung? Sieh doch mal genau hin. Der Mann ist blind. Die Augen durch Magie verbrannt. So. Wie lautet also die Nachricht? So. Wir wurden von Unbekannten angegriffen. Der Krieg läuft schlecht. Bitten um Unterstützung. Der Feind sind zipfelmützige Teufel. Das Königreich Bormesia ist ein geschätzter Bündnispartner Lindblums. Ich werde sofort meine Flotte losschicken. Seid gepriesen, Großherzog. Der König wird sich erfreut sein, dies zu hören. Ich muss unverzüglich Nachricht nach Bormesia. Nee, bring diesen Mann sofort zu einem Arzt. Dafür ist es bereits zu spät. Die Wunde ist zu tief. Es ist überhaupt ein Wunder, dass er es bis hierher geschafft hat. Bormesia. Was habt ihr jetzt vor? Wegen des Jagdfestivals befinden sich nur wenige Soldaten im Schloss. Nicht genug, um eine ganze Flotte zu bemannen. Dann ruft die Flotte, die die Grenzen patrouillieren, zurück. Und somit Alexandria aus den Augen lassen? Ja, wir können Bormesia nun mal nicht im Stich lassen. Zipfelmützen. Also wahrscheinlich Schwarzmagier, so wie Vivi. Aber... Mutter hat Bormesia angegriffen. Ich bitte mich zu entschuldigen. Aber ich kann nicht warten, bis die Luftschiffflotte eintrifft. Nimm mich mit, Freya. Danke, mein Bester, aber das ist nicht dein Krieg. Was redest du da für ein Blödsinn? Immerhin wurde die Heimat eines Freundes angegriffen. Ob's dir passt oder nicht, ich komm mit. Danke, Zidane. Ich komme auch mit, ich möchte sie mit eigenen Augen sehen. Verstehe. Lasst uns sofort aufbrechen. Prinzessin, das ist viel zu gefährlich.
Hockman Steiner hat recht. Außerdem wissen wir nichts über unseren Gegner. Tripp. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es Schwarzmagier sind, du verstehst mich doch, oder Sidan? Ich muss sofort zum Mod und sie dazu bringen, die Invasion abzubrechen. Ich kann dich nicht mitnehmen. Nicht, wenn ich weiß, dass es gefährlich wird. Sidan! Bitte bleib hier in Lindblum. Was soll das heißen? Ich weiß auch, dass es gefährlich ist, aber... Nichts aber, Hoheit. Da tobt ein Krieg. Da sterben Menschen. Hörst du? Ja, aber... Hoheit, was hast du gefühlt, als dieser Soldat gerade vor unseren Augen starb? Er tat mir so leid. Ja, du warst traurig. Und das ist verdammt nochmal richtig. Aber realisierst du überhaupt, dass dir das Gleiche passieren könnte... Du bist einfach noch nicht so weit, um deine Mutter bekehren zu können. Aber! Nun reicht es aber, ihr beiden. Das ist ja nicht die Zeit für Wortgefecht. Seine Exzellenz hat recht. Wir müssen unverzüglich nach Bomesia. Öffnet ihr das Erddrachentor für uns? Ja, es ist der einzige Weg, wenn ihr zu Fuß gehen wollt. Doch bevor wir das Tor öffnen und ihr aufbrecht, lasst uns alle noch ein stärkendes Mahl genießen. Zirp. Das sieht köstlich aus. Lauter gute Sachen. Ja, besondere Schmaus wird immer nach dem Festival serviert. Seit über 500 Jahren schon. Zirp. Am besten isst man ihn mit den Händen. Lass die Etikette Etikette sein und haut rein. Zirp. Na, dann wollen wir mal, bevor das gute Essen noch kalt wird. Schmeckt super! So edles Futter gibt's nicht alle Tage. Also rein damit. Und solange das Tor geöffnet wird, haben wir eh nichts Besseres zu tun. Da hast du recht. Am allerfeinsten der Braten. So gut habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Ihr esst ja gar nicht. Aber doch, natürlich. Überaus schmackhaft. Haha, ihr sagt es. Eine seltene Gaumenfreude, fürwahr. Ich bin so voll. Ich werde ganz schläfrig. Und bumm. Oh nein! Wurden wir vergiftet? Wild. Nein, auch mich hat es erwischt. Verzeiht, Prinzessin. Ich hätte vorkosten sollen. Dann wäret ihr... Hört auf, euch etwas einzubinden, Steine. In eurer Person habe ich keines getan. Hallo? Jetzt, wo ihr sagt, sind die Gestechelschmerzen wie verflogen. Die Macht der Einbildung, ey. Das ist gruselig. Mhm. Das hatte ich auch schon mal. Okay. Oh, Moment mal. Was habt ihr da eben gesagt? Prinzessin, habt ihr etwa... Es ist kein Gift, nur Schlafkraut, das ich von Sidan habe. Ich hatte zwar nicht vor, es zu diesem Zweck anzusetzen, aber... Steiner, ich möchte tun, was in meinen Kräften steht. Ich will nicht, dass andere Leute für mich entscheiden. Aber das tun doch alle nur, weil sie euer Bestes wollen. Ich weiß. Das glaube ich aber nicht. Ich kenne die Grauen des Krieges selbst nur zu gut. Auch wenn ihr es mir befehlt, ich muss protestieren. Wenn hinter dem Angriff auf Prometheus wirklich Alexandria steckt... Man kann das schnell zu einem Krieg wenden, denn alle drei Großreiche des Kontinents des Nebels verwickelt sind. Viele Menschen müssen dann sterben. Und was aus Motte wird, ich weiß es nicht. Aber ich bin die Prinzessin von Alexandria. Es muss etwas geben, das ich gegen all das unternehmen kann. Außer Motte habe ich sonst niemanden mehr. Ich will sie nicht auch noch verlieren. Ich kann verstehen, wie euch zumute sein muss. Ich komme mit und stehe euch bei.
Danke, Steiner. Gut, dann sollen wir den Plumpf verlassen, bevor alle wieder zu sich kommen. Es tut mir leid, Zidane. Schnell, beeilt euch! Tup, 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 tup. Oh, halt. Wo gehst du hin? Scheint eine Art Schlafmittel gewesen zu sein. Das Schlafkraut. Da hat sie uns aber kräftig eins ausgewischt. Zirp! Guten Abend, Rhodey. Wie geht's euch so? Euch? What? What the hell? wie geht's ja. Wohl Rhodey so? Das wäre vielleicht richtig. Rhodey ist jetzt so eine Hoheit geworden. Wie geht's euch und so? Ja, eure Hoheit, Rhodey. Du hast das Jagdfestival verpasst, als auch wie Hoheit uns Schlafkraut ins Essen gemischt und hat und jetzt ab nach Alexandria ist. Hoheit sagte, sie schlafe nicht so gut wie in letzter Zeit. Da habe ich ihr was davon gegeben. Ich hielt sie für ein behütetes, verhätscheltes Mädchen, aber da habe ich mich wohl gründlich getäuscht. Was hat sie sich nur dabei gedacht? Sie ist doch nicht etwa vor uns nach Bomesia los. Wenn sie das aber ist, so könnt ihr sie zumindest noch einholen. Zack. Vivi, hoch mit dir. Wir brechen sofort nach Bomesia auf. Wir gehen durch Gisamaluks Grotte. Gleich hinter ihr liegt Bomesia. Dann fahrt mit dem Aufzug ins Erdgeschoss und verlasst das Schloss durch das Erddrachen dort. Zack. So. Dann werden wir dies doch einmal tun. Ich gehe sehr stark davon aus, dass wir noch durch dieser Maluks Grotte in diesem Part eventuell durchkommen, wenn ich mich nicht allzu dumm anstelle. Nee, tun wir nicht. Ich muss ja noch einen anderen Charakter zwischenzeitlich abholen. So, zum Erddrachentor. Und ich weiß noch, beim ersten Mal, als ich dieses Spiel gespielt habe, kam ich von diesem Punkt nicht mehr zurück. Denn wenn man den Raum da draus verlässt, dann verschwindet dieses Taxi. Und damals wollte ich halt zurück, weil ich mir noch neue Waffen kaufen wollte. Ja, geil, durfte ich nicht. Da musste ich das ganze Spiel beim ersten Mal bis zu diesem Punkt neu spielen. Das war heftig. Ein Brief an Steelskin. Tai, kennst du Steelskin? Lass uns den Brief lesen, Küpper. Von Steelskin an Monte. Nicht Zott Monte. Ich hätte jetzt Bock auf Zott Monte. Von Lindblum aus bin ich erstmal nach Norden und durchquerte Gisamaluks Grotte unterhalb des Nebels. Zum ersten Mal setzte ich also Fuß in das Königreich Bomesia. Und es stimmt, was alle sagen. Es regnet hier ununterbrochen. Als erstes suche ich mir irgendwo einen Unterschlupf. Er ist also nach Bomesia gegangen, Kupau? Ist das denn nicht gefällig, Kupau? Wir wollen aber soweit erstmal nichts. Und wie gesagt, da muss ich noch. Was musst du? Entschuldigung. Gut, dass ich noch eine Portion Schokoladenpudding im Kühlschrank habe. Alter, ich will auch. Wie gesagt, damals musste ich. Was dann zu mir kommen? Damals musste ich halt das komplette Spiel neu spielen bis zu dem Zeitpunkt und das war scheiße. Also mit dem Horstbügel führe ich natürlich gerne an, ja, das ist klar. Der Tag hat Höhen und Tiefen, aber mir geht es zurzeit soweit ganz gut. Ja, wunderbar. Und mein Anti-Ventilator-Mikrofonschutz-Ding muss ich noch nicht nutzen, denn es hat sich wieder abgekühlt. Heute Mittag war ich wieder am Schwitzen wie ein Esel. Den darfst du reden. Aber es gibt nämlich noch einen weiteren Charakter, den ich dir überlassen werde, der kommt aber erst relativ spät. So, da hat dann jeder vier Charaktere von uns zu reden. Zidane hat einen Frosch gefangen. Und Quina, solltest du am besten auch so sprechen, als hättest du ein bisschen Spucke im Mund. Das merkst du an seiner Redweise. Du hast einen Frosch bei dir, Mampf? Der Frosch sieht gut aus. Ich glaube, Frosch, Mampf. Genau so. Wer oder was bist du denn? Ich? Hm?
Volk der Kuh, Geschlecht unbekannt, Alter zwischen 70 und 90. Weiter nicht, Name ist China. Möchtest du etwa diesen Frosch hier haben, China? Kannst gerne haben. Ein Mann, ein Wolf. Das klingt so, als ob du gerade eine Backenzahn-OP hinter dir hast. Ich wusste noch ein bisschen originell. Hm? Was ist jetzt mein Frosch? Hier, mit dir ist es wohl nicht weit, wenn du auf die Frösche angewiesen bist, Mampf. Tina, das Fangen unserer heimlichen Frösche ist ein leichtes, aber der Weg des Essens ist lang und voller Tücken, Mampf. Aber Meister Quelch, unsere Frösche sind göttlich. Noch nie sind mir saftige Frösche begegnet als ihr bei uns, Mampf. Dass du dich mit unseren Fröschen zufrieden gibst, zeigt nur deine Unerfahrenheit, Mampf. Die Welt ist groß und voller essbarer Dinge, die es verspeisen dich, Mampf. Lerne neue Länder und ihre Spezialitäten kennen. Die Welt des Essens ist groß, Mampf. Es gibt auch noch andere Länder, Mampf. Daran habe ich nicht gedacht, mit noch schaftigen Fröschen als hier, Mampf. Mahlzeit, Mampf. Frösche sind die Leibsweise des Kuhsvolkes. Andere Länder, andere Sitten, andere Frösche, andere Köche. Wir Kuhs leben auch auf anderen Kontinenten, Mampf. Verteilt über den ganzen Globus, Mampf. Kennst du erstmal den Geschmack anderer Frösche, wirst du ganz von selbst den Weg des Essens beschreiten, Mampf. Reisender, würdet ihr China mitnehmen und ihm ein wenig die Welt zeigen, Mampf? Solange es etwas zu essen gibt, dann keine Probleme machen, Mampf. Den da mitnehmen? Okay, je mehr Verrückte, desto besser. Das sag ich euch auch so häufig, glaube ich. Jedenfalls habe ich das früher so häufig gesagt. Ja. Gibt es da auch viele Frösche? Naja, es gibt auch vieles auf dieser Welt, das um einiges besser als Frösche schmeckt. Mampf. Besser als Frösche? Mampf. Und glaub ich, das muss ich alles probieren, Mampf. Ich komme mit, Mampf. Ja, wie gesagt, das liegt am neuen PC und ich hab's im letzten Stream schon erklärt. Früher habe ich halt knapp eine Dreiviertelstunde gebraucht, um ein 720p-Video zu rendern. Mittlerweile brauche ich dafür nur noch 5 Minuten. Du kannst dir das also ausrechnen, um wie viel schneller der Rechner ist, Rody. Das ist halt schon ein sehr krasser Unterschied. Was ist los, Vivi? Der Chefkoch da. Er sieht fast genauso aus wie mein Großvater. Heidi, der sieht deinem Opa ähnlich? Dieser Meister Quel oder wie der heißt? Ja, vielleicht kennt er meinen Großvater. Sieht an, ich kann ein bisschen mit ihm reden. Aber Heidi, ich komme mit. Dann ist das ein Sit an der Geißen, Peter. Was gibt es, Mampf? Habe ich vielleicht etwas am Mundwinkel? Nein, aber, kennst du meinen Großvater, Juan? Ja, einen alten Katterkreis, der so heißt, kann ich nicht. Großvater Juan war wirklich etwas merkwürdig. Aber woher kennst du ihn? Das kann ich dir nicht sagen, Mampf. Großvater Quanz sah genauso aus wie du, Meister Quell. Natürlich. Wir Kuh sehen alle gleich aus, Mampf. Weißt du echt nichts über ihn? Nein, ich hab wirklich keine Ahnung, Mampf. Ja, verdächtig. Komm, Vivi,
Da kann man nichts machen. Na gut. Vorher hatte ich nur 10 GB im Rechner Arbeitsspeicherraum, jetzt sind 16 GB. Vielen Dank. Darf ich noch ein paar Fläschchen fangen, Mann? Das ist so ein Minispiel und wenn wir, ich glaube, 100 Frösche gefangen haben, dann bekommen wir einen kleinen Bonus. Aber das machen wir irgendwann anders mal. Ich denke, da mache ich dann Minispiel-Bonus-Parts und so weiter. Ist, glaube ich, ein bisschen besser, als wenn ich das jetzt einfach mal so mache. Und an dem neuen Rechner kann ich halt auch, das habe ich schon getestet, eine Oculus Rift nun anstöpseln. Das heißt, ich könnte sogar Virtual Reality Let's Plays machen. Na gut, ich würde jetzt aber erstmal sagen, dass wir den Part an der Stelle beenden. Das war euer Keanu und... Raus und der Geeks 89. Mit Let's Play Final Fantasy 9. Und im nächsten Part gehen wir dann weiter in die Richtung war das, glaube ich, da. Wir gehen einfach mal dann da lang. So, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.